Hallo ihr Lieben, so wie ich in dem vorigen Video gesagt habe, dass ich mit der Igelfamilie beginne. Und da ist er, von Riolis. Ich habe auch schon die Entenfamilie fertig und, oje, was hatte ich denn noch? Ach ja, den hier habe ich auch begonnen, da ist noch nicht fertig. Was habe ich denn noch gemacht? Oh Mann, ich kann mir nichts mehr merken. Na, ist egal. Auf jeden Fall, die Entenfamilie, die ist so süß geworden. Und jetzt habe ich die Igelfamilie. Da muss ganz schön viel Rückstriche gemacht werden. Oh Gott. Na gut, ich habe angefangen, hier ist die Mitte. Genau hier. Die zwei Schleifchen, die habe ich schon angefangen. Und dann mache ich jetzt ein Stückchen mit euch weiter. Das ist dann hier die Vorlage mit zwei Fäden. 24 x 8 cm. Und ja, wie gesagt, von Riolis. Das habe ich mir damals auch von meinem Lieblings Laden, der ist jetzt nur noch Online-Shop, leider. 14 Count. Okay. Ja, sonst gibt es jetzt nichts weiter. Das hier habe ich auch noch nicht. Mal sehen, ob ich das irgendwie noch bekomme für Weihnachten. Das würde mir auch gefallen. Es gibt da immer sehr, sehr viel. Das ist auch von Zweigart. Komisch. Ach, ich suche jetzt meinen Stoff. Der ist weggelaufen. Das ist da. Das ist Gamm. 7 Farben. Das ist die Vorlage. Die habe ich hier in so eine Tasche, habe ich beschriftet. Ich tue ja wieder alles hier ins Buchlein. Ich habe ein bisschen nachgelassen, alles einzuschreiben. Ich hänge hinterher. Bilder muss ich mir noch reinmachen. Und, ups, wo bin ich jetzt? Hier. Nadelbox. Nee, halt, ich muss weiter. Ach ja, hier. Das ist von vorigen Video. Die Ikonen von Deutschland. Ja, ich muss da überall, das sind noch von voriges Jahr, die, die Stitch Mania. Das wird auch ein Stitch Mania Nummer 2. Machen wir nun wieder, beginnen ja wieder damit. Es ist ja einfach so der 9. Ich habe später angefangen. So, und dann ist halt, wo ist mein Stoff? Ach ja. Hier habe ich schon ein kleines Stückchen angefangen. Sorry, wenn das immer so wackelt, aber der Tisch ist auch so wackelig. Und da wackelt auch das Handy mit gleich dabei. So. Muss mal gucken. Ich habe noch so vieles vor. Was ist denn hier los? Ach ja. So. Das sind immer so kleine. Ah, ich habe den selber so klein geschnitten, den Faden. Ja, da ist ja auch nicht so viel. Ne? Und jetzt muss ich mal sehen, wie ich das jetzt mache. Ich muss da runter. Ich muss erst mal hier das Kreuz fertig machen. Und dann muss ich mal gucken. 4 Stück hier. Und da gehe ich jetzt hier weiter. Müssen 4 Kreuze. Ups, ich war nicht im Video, sorry.
Das immer so meine Schwäche. Ich glaube, das kann ich ein bisschen weiter weg machen. So das andere. Ein bisschen mehr an der Tisch. So. Vier Kreuze. Ich fange diesmal andersrum an. Normal mache ich immer von links nach rechts und nicht rechts von links. Von rechts nach links. Ach nee, halt. Ich habe, das soll ja bloß Vieres sein. Ich habe eins zu viel gemacht. Zurück. So. Glockengeläute. Schade, dass die Sonne weg ist. Es ist gleich frischer geworden. Das war heute früh so warm in der Sonne. Na, ich komme nicht ran. So, es wird auch nur ein kurzes Video. Den vorigen Video da, oh, ich weiß nicht, was los war. Da ging es mir nicht so. Jetzt muss ich drei Stück machen, drei Kreuze. Da beginne ich so. Ach. Was habe ich denn jetzt für einen Quatsch gemacht? warum gehe ich denn gerade hoch? Hier muss ich da rein. So. Drei Stück. Und einer frei und dann nochmal drei. Ich muss mal wieder mehr rüber. Eine frei. So. Irgendwie ist das jetzt anders. Komisch. Hatte gerade irgendwie anders angefangen. Na gut. Na. Das sind Dreier. Ich muss den Faden mal länger machen. Beim nächsten Mal. Gut, das ist ja auch nur ein kleines Stückchen, aber ich glaube, da hätte ich doch mehr nehmen können. Das ist der Reiseproviant von der Igelfamilie. Tragen sie auf dem Rücken. Jeder hat so einen auf dem Rücken. Bin ja gespannt, na, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Ich bin jetzt irgendwie raus mit meinen Faden. Ich hätte ihn vielleicht länger machen sollen. Na, was mache ich denn? Da ist ein bisschen Faden ungleich geworden. Ups, weg. So. Zitterisch, zitterisch. Das ist das. Ah, da kann ich das auch so machen. Ja, 1, 2, 4 runter. Nee, 1,
runter. So. Und eins frei. Nun müssen das dann drei sein. Ich glaube, ich weiß von denen. Der Faden ist so ungleich lang. Na, no, ich bin jetzt nicht drin. Na, no. Ich komme mit die Nadel nicht durch. Die ist nicht so spitz. So. Also ich werde dann, naja, ich habe die jetzt nicht so kurz geschnitten. Ich brauche ja nicht so viel von dem Rot. Na, ja, doch ein bisschen. Ja, ich will nicht so viel Abfall haben. So. Ja, für so kleine Stückchen hätte ich doch den Faden länger machen sollen. Habe jetzt bloß nur kleine Stückchen gestickt. Wo ist denn jetzt mein Einfädler? So. Na. Okay. War jetzt bestimmt nicht im Video, aber ich habe nur den Faden. So. So, jetzt muss ich mal gucken. Das ist sehr steifer Stoff hier. Ja. Aber ich finde, der ist sehr gut. Das ist immer dasselbe. Stoff, AIDA-Stoff, bei der Riolis hier, bei der Igelfamilie, Entenfamilie. Und ich habe da, hatte ich nicht noch eins gemacht? Was habe ich denn jetzt hier für ein Kuddelmutter? Stimmt doch was nicht. Hält man nie. Irgendwas muss ich noch mal neu machen. Sorry, ich mache mal kurz Pause. So, ich bin wieder da. Ah, oh, wieder gestört. So, jetzt muss ich noch mal. Na, so. Irgendwie hatte ich einen Fehler gemacht. So. Ach, das ist so steif. Muss ich das so ein bisschen einrollen. So. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt hier. No. Hier muss jetzt drei Kreuze. Eins frei. Und dann wieder ein Kreuz. Mal gucken. Ja, das muss dann 400 sein.
komisch, fange ich an, wieder mit rechts nach links. Bin ich gar nicht gewöhnt. So. Na. So. Okay. Bin ja gespannt, wie es mir das am Wochenende geht. Morgen ist Freitag. Das ist die Sacred Stitch Along. Das neue Morgen Freitag. Bin ich erst einmal bei der Schwägerin zum Kaffee trinken. Und dann mal sehen, ob ich davor noch beginnen kann, bevor wir dahin fahren oder gehen. Jetzt muss ich drei machen. Na. So. Wir waren das jetzt Dreier. Eins frei und dann wieder Dreier. Da müsste ich dann hier rein. Ah, jetzt habe ich wieder das. Ja. Na. Zwei. Dann kommt das erste, dritte. Na. Ich komme nicht in das Loch hin. Ich komme immer wieder aus der Kamera raus. Ja, ich muss das Handy richtig an meine über die Nase oder bei der Nase sein. Ja, ich kann das so einstellen noch nah, aber da wird es nicht so gut so nah ran. Die Einstellung. Älteres Modell. Brauche ein neues. So. Dann muss ich wieder 1, 3, 1. Eins. Eine frei. Drei. Warte mal, drei. Ah, muss ich eins rüber? So. So, da ist das kleine Beutelchen auf seinen Rücken. So gut wie fertig. Die Lücke muss ich noch machen und die Rückstöße. Die Rückstöße mache ich zuletzt, weil bei dem Igel muss auch Rückstöße gemacht werden mit derselben Farbe. Ups, das ist rausgefallen. Muss man noch wieder neu einfädeln.
So. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Die Tür knackt. So. Ah ja, ich muss noch eine Runde. Da muss ich jetzt noch 1, 2, 4 Stück bauen. 4. Dann muss ich hier beginnen. Einmal. Ich habe schon wieder so den blöden Rhythmus nicht. Ach, jetzt muss das so. Ich bin es nicht gewöhnt, echt von rechts nach links. So, ja. Das ist die letzte Reihe rot. Das schiebt immer wieder raus. Ach, will nicht. So. Das ist dann die Mitte. So, da haben wir ja schon ein Proviantbeutelchen für die Igeldame, denke ich mir. Schon fertig. Das sind 22 Minuten. Das wäre dann das zweite Stitch. Minja, wenn ich das so richtig sage. No. Wenn nicht. Ja, die Nadel ist zu stumpf. Faden ist schon wieder. So. Okay, das war's jetzt erst einmal. Das ist dann das zweite Teil, Bild. Und das hier habe ich gemacht. So, es folgt dann das nächste. Ich weiß nicht wann. Ich muss alles noch hochladen. 2 habe ich ja wieder heute gemacht. Und den einen werde ich dann später hochladen. Den ersten Teil von Stitch Minja. Und das wird dann morgen den zweiten Teil. Also da wünsche ich euch allen noch einen restlichen schönen. Naja, Donnerstag. Das Video poste ich ja Freitag. Dann ist es ja zu spät. Also ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, eure Engelchen Gabriel aus den Niederlanden. Tschüss.